Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, in der ich ein Produkt von Magic the Gathering auspacke. Diesmal ein Pre-Release-Pack von Düstermond, Eldritch Moon. Ich habe zwei davon, es wird also noch eine zweite Folge mit einem zweiten Paket geben. Vielleicht interessiert den einen oder anderen, was da so drin ist. Vielleicht kennt ihr das nicht, wart noch nie bei einem Pre-Release. Also bei einem Pre-Release ist es so, ihr kauft so ein Paket. Dort ist ein normaler Würfel drin, 20 Lebenspunkte Würfel. Ihr habt so einen Kartentrenner, ihr habt so ein kleines Heft, so einen kleinen Guide, wie man halt ein Sealed Deck konstruiert. Da steht halt drin, was halt sinnvoll ist. Also die meisten Sealed Decks bestehen aus zwei Farben und haben genau 40 Karten, 17 bis 18 Länder und 15 bis 18 Kreaturen, sowie 5 bis 8 Karten, die keine Kreaturen sind. Und dann noch ein paar Besonderheiten zu Eldritch Moon. Die übersetze ich euch jetzt nicht, weil die Pre-Releases sind eh vorbei. Aber ich kann nur empfehlen, zu so einem Pre-Release-Event zu gehen. Warum habe ich zwei solche Pakete für mich gekauft? Ich habe sie im Prinzip nicht nur für mich gekauft, sondern für einen Kumpel und mich. Und wir spielen dann sozusagen unser eigenes kleines Pre-Release, weil wir aus zeittechnischen Gründen am Eldritch Moon Pre-Release nicht teilnehmen konnten. Ihr habt dann in jedem Paket so eine eingeschweißte Promokarte. Die erkennt ihr an diesem Datum, was hier auf dem Artwork drauf ist. In dem Fall ist es Collective Defiance. Ist für zwei rote, ein farbloses Mana, eine Zauberei. Man kann hier unten eins von den dreien auswählen. Entweder ein Zielspieler wirft eine Karte ab von seiner Hand und darf all seine Karten von der Hand ab und darf dann so viele neue Karten ziehen. Oder es fügt einer Kreatur 4 Schaden zu oder einem Gegner 3 Schaden. Wobei das natürlich auch bedeutet, dass man hier vielleicht dass man den Schaden halt weiterleiten kann auf die Planeswalker. Ne? Dieses Escalate bedeutet, wenn ich ein weiteres farblos, also beliebiges Mana zahl, kann ich einen weiteren dieser Fähigkeiten auswählen, also zwei anstatt nur eine. Und wenn ich noch eins bezahle, kann ich sogar alle drei auswählen. Gut, so detailliert müssen wir gar nicht in die Karten gehen. Ich packe jetzt die Pakete aus. Das sind dann immer, wenn es ein neues Deck ist, wie bei Shadows over Innistrad, habt ihr halt 6 Shadows over Innistrad Packs. Wenn so ein Erweiterungspack ist zu einem Block, wie jetzt bei Eldritch Moon, habt ihr 4 von der neuen und 2 von dem alten meistens drin. Jetzt packe ich natürlich beide aus, das heißt, ich kenne nachher die Karten grob, die mein Kumpel, mein Gegner haben wird, aber im Sinne, dass ihr mal seht, was in so einem Paket alles drin ist, hat er sich damit einverstanden erklärt. Gut, Paket 1. Ich gehe relativ schnell durch und wenn was Besonderes ist, dann halte ich das an. Also das sind ganz normale Commons, Turn Aside, Olivia's Dragoon, gehen wir einfach mal fix durch. Das ist alles nichts groß Besonderes. Und hier haben wir Elder Deep Find. Das ist ein Eldrazi Octopus für 8 beliebige Mana. Kann man das erkennen, ja. Und er hat Flash. Er ist ein 5-6er Kreatur. Und hat Auftauchen. Das heißt, man kann halt eine Karte opfern vom Spielfeld und die umgewandelten Mana-Kosten werden dann von den Auftauchen-Kosten, von diesen Emerge-Kosten abgezogen. Und der hat die Fähigkeit, wenn man den Elder Deep Find ausspielt, kann man 4 permanente Karten tappen. Und das war's für das Paket. Nummer 1. Ja, ich sortiere euch das mal. So hier. Genau, der Rest passt schon. Paket Nummer 2, auch wieder ein Düstermond-Paket. So, gucken wir mal, was haben wir hier?
Hier haben wir Mainz Dilation, zwei blaue, fünf beliebige. Immer wenn der Gegner seinen ersten Zauberspruch in jeder Runde spricht, muss er die oberste Karte seiner Bibliothek opfern. Wenn es eine Karte ist, die kein Land ist, kann ich sie ohne die Mana-Kosten zu bezahlen ausspielen. So steht es zumindest in Englisch da drauf. Drittes Düstermond-Paket. So. So, Stitcher's Craft ist Equipment. Die Zielkreatur kriegt +3/+3. Ich gehe mal ein bisschen höher, dann könnt ihr es vielleicht lesen. Ja. Immer wenn die Kreatur, die dieses Equipment trägt, angreift, kann sie nicht im nächsten Untap-Step, also im nächsten Schritt, wo man die Karten untappt, zurückgetappt werden. Und immer wenn diese Ausrüstung entfernt wird von der Kreatur, muss man diese Kreatur opfern. Ist jetzt für ein Mana und zwei Mana fürs Anziehen +3/+3 erstmal okay, aber im Großen und Ganzen ist keine besondere Karte. So, war noch bis jetzt keine Foil. Und nichts besonders krasses, wertvolles. Aber darum geht es ja hier auch nicht. Hier geht es ja um den Spaß dieses Events normalerweise. Hier ähnlich ein Artefakt, Soul Separator. Seelentrenner oder sowas würde es auf Deutsch heißen, für 3 Mana kann man es spielen und für 5 Mana und tappen und diesen Soul Separator opfern, kann man eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken und kann dann einen Token aufs Spielfeld legen, der eine Kopie dieser Karte ist aus dem Friedhof, nur halt, dass es eine 1-1er ist. Und ein Geist als Zusatz zu seinen anderen Typen und fliegen kann. Weiterhin legt man eine schwarze Zombie-Kreatur aufs Spielfeld, die Power und die Verteidigung, also Angriff und Verteidigung dieser Karte, die man ins Exil geschickt hat. Also man hat quasi aus einer Karte zwei gemacht. Die eine hat die Fähigkeiten dieser Karte, die andere hat die Stärke und die Ausdauer dieser Karte. Das kommt auf diesen Stapel und hier haben wir noch eine Foil. Den Exultant Cultist. Immer wenn der stirbt, kann man eine Karte ziehen. Ist das scharf genug? Ja. So. Und dann kommen wir zum ersten Feld oder Innistrad Pack. Und da haben wir Tamius Journal. Das habe ich schon mehr als genug. Also es ist für 5 Mana ein legendäres Artefakt und man kann 3 Hinweissteine opfern und kann sich dann aus seiner Bibliothek eine beliebige Karte aussuchen, die man dann auf die Hand nimmt. Und hier haben wir den Gaia Reach Bandit. Sicherlich bekannt schon eine Weile. Hat Eile und kann transformieren in den Wilson Pack Alpha. Und immer wenn ein Werwolf das Spielfeld betritt unter meiner Kontrolle, kann ich ihn transformieren, wenn ich möchte. Das kommt hier runter. Das war eine zusätzliche, das war die Flipcard. Und wir haben Choked Estuary als normale Rare. Das ist eine blau-schwarzes Land und wenn ich das spiele und eine Insel oder einen Sumpf auf meine Hand vorzeige, kann ich Choked Estuary ungetappt ins Spiel bringen.
Und das war's fürs erste Pre-Release-Pack. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war für euch erstmal interessant. Hier oben, das waren ein paar Bilder, die vielleicht nicht so ins Bild gehört haben. Entschuldigung. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich dann das zweite Pre-Release-Pack aufmache. Bis dahin.